Mimi und die Ausstellung. Mama, Papa und Mimi warten auf den Bus. Der Bus kommt. Und Mama kauft für alle Fahrkarten. Mimi sieht die Hügel aus dem Bus fester. Der Bus kommt in der Stadt an. Und Mimi klettert in die Karre. Mama schiebt die Karre den Hügel hoch. Bei der Ausstellung bezahlt Papa die Eintrittskarten. Mimi schaut in das seltsame Kaleidoskop und winkt sich selbst zu. Zusammen gehen sie weiter nach oben und finden sich in den Sternen wieder. Was für ein seltsames Bild, sind diese Linien gerade? Als nächstes kommt die Schattenmaschine. Klick, die Maschine macht ein Bild von Mimis und Papas Schatten. Mimi findet gemalte Fische, die nicht nur schwimmen, sondern auch wegschwimmen können. Kommt zurück. Noch ein seltsames Bild. Kannst du die schwarze Punkte finden? Mimi drückt einen Kopf und das Männchen tanzt in den Spiegeln. In diesem Spiegel hat Papa lange Arme und kurze Beine. Aber in diesem Spiegel hat er lange Beine und kurze Arme. In diesem Spiegel ist Mama so klein wie Mimi. Aber in diesem ist Mimi so groß wie Papa. Von da kann man die ganze Stadt überblicken. Und dort drüben ist das Schloss. In Andenken Laden sieht Mimi ein Lineal, das sie haben möchte. Mama kauft das Lineal für Mimi. Es ist Zeit, nach Hause zu gehen. Auf dem Weg sehen einen Clown, der Kunststücke vorführt. Haha, lustiger Clown. Bald kommt der Bus und nach so einem aufregenden Tag schläft Mimi auf dem Weg nach Hause ein.